Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen kurzen Video. Heute erkläre ich euch, wie ihr schnell und einfach euren Cast-Hintergrund und euren Ladebildschirm verändern könnt und aufpimpen könnt. Wir starten. Der normale Ladebildschirm sieht ja so aus und der normale Cast-Bildschirm sieht ja so aus. Nun gehe ich auf The Sims Resource oder auf Pinterest und gebe oben ein Cast Background. Dann werden euch unfassbar viele Hintergründe angezeigt und ihr könnt euch durchklicken und schauen, welcher Hintergrund euch interessieren würde. Ich habe mich jetzt für diesen entschieden und drücke auf Download. Danach suche ich mir einen Ladebildschirm. Dafür gebe ich Load Screen ein. Ich rate euch, alles auf Englisch einzugeben, weil es so einfacher ist und man mehr findet. Und dann könnt ihr euch auch durchklicken und sucht einen aus, den ihr haben wollt. Oder ihr geht auf Pinterest, gebt ein Sims 4 Loading Screen. Dort werden euch dann auch ganz viele Seiten gezeigt mit wunderschönen Ladebildschirmen, die ihr euch runterladen könnt. Ich gehe jetzt einfach mal auf diesen hier, öffne die Seite, gucke mir die einzelnen Bilder an und sage mir zum Beispiel, Bild Nummer 5 möchte ich gerne haben oder Bild Nummer 10. Dann gehe ich auf Google Drive und nehme mir den, der mich interessiert. So, nun habe ich diese beiden Dateien und packe die in meinen Mods-Ordner. Dafür geht ihr auf Dokumente, Electronic Arts, die Sims 4 und Mods. In den Mods-Ordner zieht ihr diese beiden Dateien und dann startet ihr euer Spiel. Tada! Da seht ihr schon mal meinen neuen Ladebildschirm und hier seht ihr meinen neuen Cast-Bildschirm. Das war auch schon alles. Wichtig am Ende zu sagen, habt von jeder Datei bitte nur eine im Ordner, also nur einen Cast-Hintergrund und nur einen Ladehintergrund. Wenn ihr einen neuen haben wollt, nehmt ihr die einfach raus, die Datei, die ihr nicht mehr haben wollt, und zieht eine andere rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und viel Freude beim Aufpimpen und Verschönern eures Ladebildschirms und Cast-Bildschirms. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umärmelt. Eure Rania. Ciao.